Ja, da bin ich auch schon wieder. Und zwar diesmal mit dem versprochenen Tutorial. Ich habe euch gestern gezeigt, dass ich diese wunderschönen Dosen gemacht habe. Die nennen sich Diamantschachteln. Und ja, sehen mega aufwendig aus. Also wenn ihr damit auf der nächsten Geburtstagsparty auftrumpft, dann denken die auch, wow. Das hat stundenlang gedauert. Und was soll ich euch sagen? Diese Verpackung ist so simpel und so einfach in, ja, 10 Minuten herzustellen. Ich muss mir nur noch, ja, einen Verschluss einpacken, aber da macht man dann einfach ein Band drum, denn hier ist die Öffnung. Da kann man dann das Geschenk oder was auch immer rein plumpsen lassen. Und dann wird die Dose einfach hier verschlossen. Ein schönes Band drum. Und ja, die macht doch mal richtig was her. Und wie gesagt, hier auch, da ist der Verschluss. Einfach die Dose so ein bisschen aufdrücken. Und dann, jo. Ja, finde ich cool. Die Idee habe ich gesehen bei der lieben Janine. Auf dem Kanal Liebesfuchs und sie hat das mit dem Envelope Punchboard gemacht. Und ja, da ich das nicht besitze, musste ich es wiederum umfunktionieren auf mein Echo Punchboard. Und ja, weil ich ja weiß, dass viele auch dieses nicht besitzen, jo, habe ich es dann auch gleich ganz ohne Hilfsmittel gemacht und das werde ich euch dann jetzt zeigen. So, wir fangen an mit dem Board, also mit der Version für dieses Board und das ist ganz, ganz simpel. Ihr braucht einfach nur zwei Stücke Cardstock von der gleichen Größe quadratisch und egal wie groß die sind, also es ist vollkommen egal, wie groß diese Cardstock ist, es funktioniert immer. Und ich erkläre euch auch gleich, warum. Und zwar erkläre ich euch das, während wir arbeiten. Wie gesagt, wir beginnen jetzt einfach mit der Version für dieses Board. Da brauchen wir natürlich unseren. Na, kommst du? Und zwar legen wir die Seite, mit der wir Umschläge falzen. So, dieser Cardstock hat jetzt 16 cm und wir legen den Cardstock dann bei 8 cm an, also praktisch in der Hälfte. Und so funktioniert das bei jedem Maß. Also ihr könnt die Pappe so, den Cardstock so groß schneiden, wie ihr wollt. Ihr falzt immer bei der Hälfte. Also wenn ihr 20 habt, falzt ihr bei 10 cm, wenn ihr 16 habt, bei 8, wenn ihr nur 10 habt, bei 5 cm. Und das ist dann auch schon alles. Das ist der ganze Trick. Ja, und zwar falzen wir als allererstes bei 8 cm. Einmal weiterdrehen. Wieder bei 8 cm. Weiter drehen, 8 cm und 8 cm. So, dann haben wir das. Dann drehen wir das Board um und falzen das Ganze einmal bei einem halben Inch oder einem Zentimeter. Ich nehme jetzt die Inch-Angabe einfach. Nein, ich nehme nicht die Inch-Angabe. Ich nehme natürlich die Zentimeterangabe, denn mit der Inch-Angabe funktioniert das Ganze gar nicht. Ja, das war der Vorführeffekt. Also bei einem Zentimeter. Ja, so kann das gehen. Aber es funktioniert gar nicht bei einem halben Inch. So, also. Einmal rundherum 1 cm und ja, dann sieht das Ganze so aus. Und das machen wir jetzt mit beiden Stückern und dann geht's weiter.
So, dann können wir das Board auch schon zur Seite legen. Und jetzt benutzen wir den dazugehörigen Stanzer. Und ja, wie das funktioniert, wisst ihr ja. Ihr legt hier diese Öhrchen auf die Linien, die ihr gerade gefalzt habt. Und jo, falzt dann diese Ecke rein. Das machen wir dann auch wieder rundherum und bei beiden. So muss das dann aussehen. Und ich benutze den hier jetzt trotzdem, obwohl ich mich da vertan habe. Das macht gar nichts. So, das haben wir dann. Und dann brauchen wir eine Schere. Und jetzt, und das zeige ich euch an dieser Seite, schneiden wir diese Ecke. Also wir könnten das jetzt hier rausschnibbeln und das anschrägen, brauchen wir aber gar nicht. Und zwar schneiden wir diese Ecke einmal komplett ab. Und zwar durch dieses Kreuz, was gerade beim Newton oder beim, wie heißt denn das jetzt? Falzen. Beim Falzen entstanden ist. Einmal durch dieses Kreuz und dann sollte das Ganze so aussehen. So, ich glaube, hier kann man das besser erkennen. Also einmal in der Mitte durch dieses Kreuz. So, jetzt könnt ihr das sehen. So, einfach die Ecken abschneiden. Zack. Zack. So. Das packe ich jetzt mal in meinen tollen Eimer. Ne? So, und dann falten wir uns das Ganze einmal oder knicken das Ganze einmal. Und zwar einmal die kleinen Laschen. So. Dazu nehmen wir natürlich unser Falzbein und reiben das alles nochmal schön. Ne? So. Also, wie gesagt, einmal rundherum die ganzen kleinen Laschen. Zack, zack. So. Und dann natürlich auch einmal die großen Laschen einmal umknicken und schön glatt reiben. Und auch das machen wir wieder bei beiden Teilen. So, das muss dann so aussehen. Dann braucht ihr doppelseitiges Klebeband. Und das bringt ihr jetzt auf 6 Laschen an. 2, 4, 6 und 2 lasst ihr einfach aus. Auf welcher Seite ihr das anbringt, ist egal. Also ihr braucht das nur auf einem Teil anbringen und da ist es völlig egal, welches ihr da benutzt, so meinte ich das. So, das bringt ihr jetzt auf 6 Laschen an und 2 lasst ihr frei. So, und dann beginnen wir, indem wir die erste Lasche von der Folie befreien. Also das ist jetzt eigentlich so der schwierigste Teil, finde ich. Das Zusammenkleben. So. Also, wir nehmen uns die beiden Teile. So. Und jetzt, diese Spitze muss dahin und diese Spitze muss dahin. Ja. Ich habe natürlich genau an der falschen Seite angefangen, um euch das genau richtig zu zeigen, aber das macht jetzt nichts. Also, diese Spitze da rein und diese Spitze da rein. Schön gerade aufsetzen. So, und das ist, wie gesagt, für mich der kniffligste Teil. So.
Und ihr seht, hier fällt das jetzt schon automatisch zusammen. Oh, also hier fällt das automatisch zusammen. Also nehmen wir hier die Folie ab. Ich hoffe, ich war jetzt bei dem ersten im Bild. Es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also ich, das, was hier so übersteht, das klappe ich einfach so nach hinten, wie immer. Und hier auch. So. Und dann einfach wieder die Lasche runter. Und das, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen der kniffligste Teil. Und das hier zusammensetzen. Schön schauen, dass das gerade ist. Und dann einfach von innen ein bisschen zusammendrücken. So, und dann seht ihr schon, so entsteht diese erste, ja, Wölbung. Und diese Spitzen müssen immer ineinander. Und ihr seht, das ergibt sich von ganz alleine, weil, ja, die greifen schon von alleine ineinander. Ihr braucht jetzt wirklich nur immer das nächste Klebeband abziehen. Und das wieder zusammensetzen. Einfach hier. Ja, es klebt sich praktisch von allein. Ne? Ihr seht das? Hoffe ich, dass ich nicht schon wieder abgehauen bin. So, einfach schauen, dass das hier schön gerade ist. Und einfach von innen, ja, so ein bisschen andrücken, dass das auch schön hält. Und dann fällt das hier schon wieder da rein. Also die nächste Folie abmachen. Schön hoch. So, und die nächste Ecke. Die Klebelaschen am besten immer so ein bisschen nach innen biegen. Das dann hier schön. Also wichtig ist, dass das hier außen schön bündig ist. Ich hoffe, ihr habt überhaupt gesehen, wie ich das jetzt zusammengeklebt habe. Ich achte da immer so. Ja. So, noch könnt ihr reingreifen. Noch ist die Öffnung groß genug. So, jetzt haben wir nur noch zwei. Also wie gesagt, einfach der Reihe nach, wenn es denn will, das Klebeband von der Folie lösen. Die Lasche ein bisschen nach innen biegen. Schauen, dass das hier außen wieder bündig ist und ja, andrücken. Einfach mit dem Finger von innen rück die Lasche nach oben biegen, das macht nichts. Andrücken. So, und jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Lasche. So. Und auch hier einfach wieder die Laschen nach innen und außen schön bündig. Bündig, ne? Ach, es ist ein bisschen frickelig, das zusammenzukleben, aber es geht. So, das ist jetzt die letzte. Auch die schön bündig. Dann hier nochmal, könnt das ruhig ein bisschen hochklappen. Von innen einfach so dagegen. Ein bisschen schieben alles. So, und dann einfach hier die Lasche hoch. Und schon ist die Schachtel verschlossen. So, ihr könnt hier jetzt alles noch so ein bisschen schieben und rücken und fertig. Wie gesagt, ihr müsst euch jetzt noch einfallen lassen, wie ihr diese Schachtel verschließen wollt. Aber wenn ihr die Laschen einfach alle so ein bisschen nach innen biegt und das dann zu macht, dann hält das eigentlich ganz gut. So.
Und wie gesagt, am besten, ich würde jetzt ein Band drum wickeln. Oder ja, mal schauen, was ich mir da noch so einfallen lasse. Aber so ist die erste Diamantbox fertig. Jetzt könnt ihr hier oben noch dekorieren, so wie ich das hier gemacht habe, mit Designpapier, mit Schleifchen, mit Blümchen, mit Rosetten, mit allem, was euch gerade so einfällt. Ja, vielleicht einfach hier einen kleinen Brett setzen mit einem kurzen Bändchen und das Ganze dann hier oben verschließen. So, aber damit wäre unsere erste Schachtel schon mal fertig. So. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze ganz ohne Hilfsmittel macht. So, dazu braucht ihr auch wieder Cardstock in der gleichen Größe. Bei mir ist das jetzt, der ist jetzt 18 cm groß, glaube ich. Yep, 18. So, da fangen wir etwas anders an. Und zwar messen wir uns da erstmal rundherum. Moment, ich brauche mal kurz einen Bleistift. So, einen Bleistift. Und dann messen wir uns einmal rundherum einen Zentimeter ab. Und zwar immer von der Kante einen Zentimeter. Und das einmal rundherum. Ein Zentimeter, ein Zentimeter. So. Also, wie gesagt, einmal rundherum einen Zentimeter. Das ist der Zentimeter, ja, den wir dann falten müssen. So, und dann beginnen wir damit, diese Linien zu verbinden. Und, ja, natürlich zu falzen. Ja, und hier müsst ihr natürlich wieder etwas kräftiger drücken. Das kennt ihr ja schon, da wir ja ohne Unterlage arbeiten. Brauchen wir da ein bisschen mehr Kraft. So. Also einmal rundherum diesen 1 cm falzen. Haben wir das so, das seht, ich hoffe, ihr seht das, ja, da sieht man das. So, und jetzt sucht ihr euch die Mitte, und zwar nicht hier am Rand, sondern die Mitte von der Nutlinie, genau. So, das sind bei mir 9 cm, also wie gesagt, immer bei der Hälfte macht ihr dann auf die Nutlinie einen kleinen Punkt. Mein Sohn reißt ab. So. Einfach nur einen kleinen Punkt. Den kann man ja später wieder wegradieren. So. So, jetzt haben wir uns hier die Mitte markiert. Einmal rundherum. Und diese Punkte verbinden wir jetzt mit dem Lineal und unserem Falzwerkzeug und ziehen da eine Falzlinie. Einmal da. Einmal da. Und darum ist es wichtig, dass ihr wirklich die Mitte von der Falzlinie nehmt und nicht die Mitte von der Kante, weil das funktioniert dann nicht.
Das zeige ich euch auch gleich, warum das nicht funktioniert. Und so funktioniert das auch bei jeder Größe. Immer rundum 1 cm und dann die Mitte von der Falzlinie nehmen. Und die Schachtel passt immer. So. Das Ganze sieht dann so aus. Und zwar treffen sich genau auf dem Punkt alle 3 Falzlinien. Und das schneiden wir jetzt aus. Und zwar genau dieses Dreieck, was da beim Falzen entstanden ist, schneiden wir aus. Einfach mit der Schere, zack, ein Dreieck rein. Ne. Zack. Und hier auch. So, und der Rest ist jetzt ganz genau wie bei der anderen Schachtel auch. Wir schneiden hier die Ecke ab, einmal quer rüber durch dieses Kreuz, was hier beim Falzen entstanden ist. Einmal in der Mitte einfach quer rüber. So, und dann haben wir genau das gleiche Bild wie vorher. Nur, dass wir hier jetzt die Ecke rausgeschnitten haben und nicht ausgestanzt haben. So, und das Ganze zeige ich euch jetzt noch einmal bei diesem Teil. Also, wir markieren uns wieder einmal rundherum einfach 1 cm. So, und wieder verbinden. Und dann suchen wir uns wieder die Mitte von der Falzlinie, also nicht von der unteren Kante, sondern von der Falzlinie. Das sind bei mir 9 cm, bei euch ist das die Hälfte der Größe, die ihr euch zugeschnitten habt. Also immer die Hälfte und immer von der Falzlinie. Ansonsten, habt ihr ja gesehen, kann es nicht funktionieren. So, auch hier wieder 9 cm, zack, genau, und diese Linie wieder miteinander, also diese Punkte wieder miteinander verbinden. Und dann haben wir das wieder und, so, und schneiden uns hier wieder dieses Dreieck raus. Ihr könntet das jetzt auch in einem Abwasch machen, da ihr ja an der Kante eh vorbeikommt, schneidet ihr die gleich mit ab. So.
Zack. Und hier wieder die Ecke ab. Dann, ja, habt ihr einen Abwasch. Ecke ab. Dreieck raus. Und Ecke ab. So. Und damit ist das auch fertig. Jetzt ganz genau wie bei dem anderen. Alles einmal falzen und dann geht's weiter. Oh, so, so, so. Also, alles gefalzt. Und jetzt verteilt ihr wieder auf einer Hälfte der Schachtel das Klebeband. Und immer schön dran denken, 6 Laschen. Ich habe es gestern bei meinen ersten Versuchen dann doch auf 5 schon verteilt gehabt und habe dann festgestellt, irgendwie fehlt da eine Öffnung, wenn ich jetzt alles zuklebe. Aber man ist dann so im Rausch, den Kleber zu verteilen, jo, dass man dann nicht dran denkt. So, und die letzte Lasche noch. Wie gesagt, 6 Laschen. Und wir starten wieder. Dieses Mal starten wir dann da. Und wie gesagt, diese Spitze dahin, diese Spitze dahin. Klebeband runter. Schutzfolie runter, nicht das Klebeband, das brauchen wir ja. So. Und die Lasche einfach ein bisschen nach innen biegen. Und ja, bündig ansetzen. So. Ich hoffe, ihr seht das. Ich rutsche immer so ein bisschen, wenn ich mich dann so auf das Kleben konzentriere. So, von innen rücken noch ein bisschen. Korrigieren und dann andrücken. So, hier, das sollte wirklich schön bündig sein. So, und die nächste Folie, wie gesagt, das fällt schon wirklich praktisch aufeinander. Hier wieder hoch. Die Klebelasche ein bisschen nach innen, diese auch. Und bündig aufsetzen. Und von innen einfach mit dem Finger anreiben. So. Das Ganze machen wir jetzt wieder rundherum, bis wir keinen Klebestreifen mehr haben.
Und schon ist unsere zweite Schachtel fertig. Und ich finde das am schönsten, wenn man so ein, ja, so ein kontrastreiches Papier nimmt. Oder man nimmt unten ein unifarbenes Papier und oben vielleicht einen Design-Cardstock oder ein Designpapier oder ja, wie auch immer. Weil, ja, dann kommt einfach auch diese Form am schönsten raus. Jo. Und wenn sie denn dann zu bleibt, wie gesagt, da müsst ihr euch dann was einfallen lassen. Weil, so. Ja, und so habt ihr ruckizucki diese tollen Geschenkverpackungen hergestellt. Öffnen, einfüllen, schließen. Vielleicht, wenn man wirklich ein Geschenk drin hat, hier ein kleines Stück Tesafilm anbringen. Und ja, das war's. So schnell habt ihr diese tollen Schachteln hergestellt, finde ich richtig cool. Oder hier mit einem schönen Sticker verschließen, wie auch immer. Da ist dann wieder eure Kreativität gefragt. Und ja, ruckizucki habt ihr dann diese tollen Schachteln hergestellt. Das war es auch schon von mir. Das war mein kleines Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln und bin auch schon wieder gespannt auf ganz viele tolle Fotos bei Instagram oder Facebook oder. Das letzte Mal hat es richtig toll geklappt. Ihr habt ganz viele Fotos gepostet. Das hat mich riesig gefreut. Ja, und dann sage ich Tschüss, ihr Lieben. Seid kreativ und viel Spaß beim Basteln. Bye, bye.